Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships mit einem Replay und zwar von dem Tier 10 Schlachtschiff Montana. Einem wirklich beeindruckenden Gefährt, aber da dachte sich, die Feuerpower allein langt nicht. Deswegen nehme ich noch eine Yamato und eine Ron mit rein. Also jede Nation ist irgendwie vertreten und dementsprechend auch Feuerkraft. Ja, jetzt schauen wir mal, was die beiden hier oder die drei vielmehr machen. So. Noch ist hier nichts, worauf er schießen kann. Da drüben, da. Jetzt haben wir die ersten. Und natürlich gehen wir direkt ins Gefecht. Wie geil geht denn so eine Runde los? Dann nimmt er einfach mal mit einem Schuss 37.000 Damage die Chapayev raus. Holy moly, war das gut. Ja. Damit herzlich willkommen. Let's Play World of Warships. Krasser Scheiß. 37.000 Damage, 9 Treffer, eine Zitadelle. Bäm, weg war's. Also, das war schon sehr geil. Jetzt schauen wir mal, was jetzt noch so passiert. Weiß ja gar nicht, das kann ja nicht mal mehr toppen. Das ist ja so, so cool gewesen. Gut, ich will das jetzt natürlich auch nicht überdramatisieren. Das ist ein Tier 8 Schiffkreuzer gegen einen 10er Schlachtschiff, aber also so ein One-Shot sieht man jetzt auch nicht so oft. Das ist, ich überlege gerade, wann das in den Replays das letzte Mal war, dass wir so einen One-Shot gesehen haben. Keine Ahnung, auf jeden Fall sehr nice. So, jetzt muss er aufpassen, dass er hier natürlich nicht deinen Esel fährt, aber hat er schon im Griff, dreht schon bei. Und jetzt nimmt er sich die Yamato davor. Ja, 14.700 Schaden. Auch nicht von schlechten Eltern. Und der Taku, auch eine Zitadelle, 16.200 Schaden. Ja, mit den Kreuzern läuft. Der Flugzeugträger war ja zuletzt da bei H4 ist es gespottet, aber der ist natürlich wahrscheinlich schon lange unterwegs von da weg gewesen, weil sonst müsste er den jetzt schon ewig hier aufdecken und da passiert ja mal gar nichts. So, jetzt kommt er aber gleich hier wieder ums Eck, kommt er auf die nächsten Gegner und man sieht schon, woher die Flugzeuge kommen. Aber, warte mal, die Flugzeuge kommen von da oben. Das heißt, tendenziell könnte der Flugzeugträger hier sein. Warten wir mal ab. Könnte noch spannend werden, ob der jetzt nicht gleich aufgeht. Naja, das war jetzt erstmal auf die Yamato nix. Ist natürlich auch ein nicht allzu cooler Winkel. Aber wie gesagt, man sieht ja, er sondert sich hier von seinem Team und auch von seinen Divisionskameraden da ganz klar ab. Und ich bin... das könnte ein schöner Treffer werden.
North Carolina im Rückwärtsgang. Und da ist der Flugzeugträger. Da sieht man den letztmalig gespottet. Das heißt, er müsste auch gleich wieder aufgehen. Normalerweise eigentlich. Ah, 6700 Schaden, okay. Aber er hält sozusagen wirklich da auf dem Flugzeugträger drauf. Bin gespannt, was mit dem gleich passiert. North Carolina. Jetzt aber wieder als nächstes zu beschießen. Oh ja, in Summe auch nochmal über 15.000 Schaden. Wie gesagt, der Flugzeugträger selber, der ist da auf der Flucht, also... Aber ich habe auch so das Gefühl, der Gegner ist da also gar nicht an ihm als an ihm hier persönlich interessiert, sondern die fahren auch alle eher von ihm weg. Weil eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass der Flugzeugträger da besser gecovert wird. So, North Carolina zu beschießen ist nicht so sinnig, weil gerade der Winkel dafür schlecht ist. Aber die Otago, die geht besser. Jetzt muss er noch irgendwas machen, weil sonst fährt er jetzt vollkommen in die Insel. Und das war eigentlich ein verhältnismäßig guter Treffer von North Carolina. Aber im Zuge dessen nimmt er die Otago wenigstens raus und macht da seinen zweiten Kill klar. So, er heilt sich jetzt schon gegen. Weil wie gesagt, er hat den schlechten Winkel gegen die North Carolina hier. Torpedos auf Steuerbord. Da Gott sei Dank die Torpedos in die Insel. Er reduziert auch die Fahrt gerade merklich. Aber jetzt wird er wieder schneller. Bin gespannt, was er jetzt vorhat. Ob er da den Fight mit der North Carolina jetzt sucht. Weil wir haben gesehen, die kann schon jetzt auch Schaden machen. Das ist nicht so, dass die gar nichts kann. Und da kommt auch noch eine Yamato. Und das ist jetzt natürlich ein Match, das man nicht unbedingt gegen sich haben will. Die North Carolina sozusagen hinter einem und dann noch die Yamato, die Steuerbord fast schon anlegen könnte. Oh, 35.000 Schaden mit einer Zitadelle. Yo, willkommen Yamato. So, wie gesagt, jetzt ist auch gleich die North Carolina in Schussposition. Dauert nicht mehr lang. Dann kriegt er hier Feuer von zwei Schiffen. Aber die Yamato bleibt vom Kurs unverändert. Vielleicht kriegt er ja nochmal so eine hin. Ja. Was war das jetzt? War das Schaden? War das nix? Nix angezeigt. Jetzt habe ich auch oben noch nicht auf den Damage-Ding geachtet, weil ich natürlich dachte, okay, das wird schon angezeigt. Aber er hat ja auch recht viel verloren. Aber war das jetzt sein Treffer? War das nicht? Habe ich jetzt nicht gespannt. Gebe ich zu, habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Aber den dicken Treffer auf ihn, den habe ich jetzt mitbekommen. Man kann leider ja nicht zurückspulen. Sonst würde ich da gleich nochmal gucken, was das war. Aber sehr kurios. Schaue ich auf jeden Fall oben drauf. Aber nee, ich glaube, das war nicht sein Schaden. Das kann ja gar nicht sein. So, das war sein Schaden. Also, geht doch. So, und mit dem nächsten Einschlag könnte es für die Yamato schon erledigt sein. Und da wieder mit einer Zitadelle. Tschüss, Yamato. Also dafür, dass die Yamato eigentlich so ein unglaublich beeindruckendes Schiff ist und auch bei World of Warships darstellt, muss man sagen, hat er sich hier recht leicht getan. So, in North Carolina dreht leider bei. Dementsprechend hat er jetzt nicht mehr hier die schöne Breitseite zum Draufschießen.
Ja, der war nicht schlecht. Knapp auch wieder 9000 Schaden auf ihm. Und er kriegt nur 5 zurück. Also von dem her knapper Punkt an die North Carolina. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt bekommt ja die von vorne auch ein bisschen Feuer. Kann sich aber gerade wieder heilen. Jetzt schauen wir mal in dem Fall, wie es läuft. Und 4000, schade, da dachte ich, da kommt jetzt mehr. Und was macht die Salve jetzt? Ah, das gibt's doch nicht. Wieder nur 7000. Und jetzt kommt, nein, da geht die eine Salve, geht da jetzt in die Insel kommen. Was machen die letzten Granaten? Torpedos kommen da auch drauf. Prallen ab. Das gibt's doch nicht. Und die Torpedos treffen auch nicht. Da ist die North Carolina echt nochmal weggekommen. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. In der Zwischenzeit hat er hier seinen Kollege mit der Yamato hinten auch nochmal alle Finger zu tun. Nimmt er jetzt die gegnerische Yamato raus. Schon mal sehr schön. Hat aber da auch noch eine Udaloy an sich. Mit 600 Hitpoints ist natürlich auch gar nichts mehr. So, ja, mittlerweile die Udaloy hatte echt doch seinen Kameraden in der Yamato geholt, aber das ist natürlich auch nicht so leicht, da hinterher zu fahren. Einen großen Kurfürsten gibt es auch noch, gesteuert von Fidel Castro. Also da ist noch Potenzial drin. Also ticketsmäßig liegen sie natürlich weit vorne. Da schaut es verdammt gut aus. So, North Carolina fährt er weg. Kurfürst kommt dafür in seine Richtung, aber jetzt muss er mal langsam ein Schiff rausbekommen. Aber Kurfürst hat auch noch extrem viel Hitpoints. Vorteil bei ihm ist, er hat noch einen Flugzeugträger auf seiner Seite. Natürlich ist die Frage, wie viel Flugzeuge hat es denn überhaupt noch? Nicht, dass es am Ende leer ist, weil aktuell auf der Minimap sehe ich mal keine umherschwirren. Das ist jetzt eher mal ein tendenziell ein sehr schlechtes Zeichen. So, Kurfürst, North Carolina. Ja, jetzt könnte es wirklich sehr spannend werden. Und sein Kamerad schreibt auch No Fighters Left. Aber wie gesagt, Gott sei Dank hat er die Udaloy ja nicht mehr gegen sich, sondern die wurde ja dann auch noch genommen. Es wurde einfach sozusagen Zahn um Zahn.
Er macht das Großkaliber klar. Ja, die sind nicht im Zug, das ist schon mal ein Vorteil. Jetzt geht er da auf. Und wie gesagt, Flugzeugträger schickt hier nichts mehr. Ganz im Gegenteil, der fährt unten auf J1 und scheint sich zu verstecken. Also muss er das irgendwie alleine hier durchbringen. Aber wie gesagt, ticketsmäßig liegen sie vorne. Solange er nicht stirbt oder sein Flugzeugträger, ist das alles in Ordnung. Dann reicht's auch. Oh, da ist der Kurfürst. Er brennt. Sekundären schießen gegeneinander. 4.500 Schaden, nicht viel. Zwei Minuten, er muss es noch irgendwie über die Zeit bringen. Aber wenigstens Kurfürst schießt mit HE. Wobei natürlich auch der Winkel allgemein jetzt nicht so wirklich sensationell ist, den er gerade hat. Von dem her kann man das schon irgendwo nachvollziehen oder vertreten. Und Kurfürst, ja, jetzt kommt er so ein bisschen besser vorne drauf. Aber wieder nur 4.500. So, die letzte Heilung hat er hier angeschmissen. Der Gegner fährt hier auf den verbleibenden Punkt A. Das ist natürlich dann doof, wenn er den Punkt capt. Wobei, bringt den Gegner auch nichts mehr, hat er nicht überlegt, weil es ist noch eine Minute 20. Hätte ihn schnell auch mit killen müssen, weil durch die Tickets kriegen sie es nicht mehr. Keine Chance. Und jetzt hat er hier sehr schön die Möglichkeit, ihm mal vorne drauf zu ballern. Und da macht er auch 40.000 Schaden. Sehr schön. Er brennt hier leider noch immer für knapp 9 Sekunden. Also von dem her, da muss er leider durch. Wär hier Schwachsinn, das jetzt zu reparieren. Aber jetzt hat er sich hier nochmal Zeit verschafft, indem er um die Insel rumfährt. Der andere brennt ja auch, dementsprechend sieht man oben gut den Counter ticken, aber scheint jetzt gelöscht zu haben. Von dem her auch keinen Schaden mehr auf ihm. Aber 25 Sekunden. North Carolina wird hier nicht mehr das Problem darstellen. Und der Kurfürst bleibt auch gefühlt hinter der Insel. Also der will lieber jetzt hier da nur mal sicher gehen und selbst nicht zerstört werden, auch wenn ihm das auch nichts bringt. Also merkwürdige Art, das Spiel zu beenden. Aber damit sage ich herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.